Los. Okay, ich sitz hier mit Michael. Michael ist Übersetzer, hat unter anderem auch in Germersheim studiert, übersetzt Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch. Und mit Michael würde ich gerne ein bisschen sprechen, wie er als Leser, als Kunde den russischen Buchmarkt findet, vor allem natürlich den E-Book-Markt. Michael, wenn du als Leser ein E-Book kaufen willst, wie würdest du das in Russland machen? Also erstmal muss ich sagen, dass das generell etwas komplizierter ist als jetzt mal in Deutschland oder generell im Westen, in den Vereinigten Staaten. Es gibt einerseits ein recht gutes Angebot an normalen Büchern. Das heißt, sie gehen in eine normale Buchhandlung. Es gibt diejenigen, die auch etwas länger geöffnet haben als in Deutschland. Wir haben ja keinen Sonntagsschutz und keine so geregelten Ladenschlusszeiten. Das heißt, es ist schon viel bequemer nach Feierabend eben sich ein Buch zu besorgen. Aber wenn Sie zu Hause vor dem PC sitzen, kann es wirklich ein Problem werden. Es wird viel gesprochen, ja, Raubkopien, man versucht immer wieder illegale Bücher kostenfrei zu downloaden. Das ist einerseits nicht so ganz toll, aber andererseits, wenn ich zum Beispiel gerne für ein Buch mein Geld zahlen möchte oder würde, dauert es manchmal recht lange, bis ich dieses Buch auch finde. Nicht alle Bücher sind als E-Bücher zugänglich, im E-Pub-Format oder wie auch immer. Manchmal ist es ein Problem, wenn ich zum Beispiel ein iPad habe. Man muss etwas mehr Zeit dafür investieren, dass ich zum Beispiel eine PDF-Datei konvertieren muss. Muss man auch manchmal tun. Es ist nicht gleich so bequem, dass Sie direkt das runterladen und können Sie in 5 Minuten auf Ihrem iPad oder auf Ihrem anderen halt Tablet, PC lesen. Das dauert schon. Und wie gesagt, das Angebot an Büchern finde ich nicht besonders toll. Es muss vielleicht für das deutsche Publikum gesagt werden, dass iTunes Store in Russland nur begrenzt zugänglich ist. Im russischen iTunes können Sie nur Apps kaufen. Keine Bücher, keine Musik und keine Videos. Das heißt, dieses Problem, dass so wenig Content auf dem russischen Markt zugänglich ist, ist schon da. Es wird langsam besser, das ist klar, aber ich finde vielleicht so langsam. Und mit der fremdsprachigen Literatur ist es noch schlimmer. Die können Sie entweder bei Amazon.de besorgen, wobei auch nicht alle Titel nach Russland lieferbar sind oder man kann nicht alle runterladen. Russische Bücher findet man schon, aber wie gesagt, nicht alle. Manchmal ist die Qualität nicht besonders toll. Das Bild, wo Sie das Buch kaufen, stimmt. Und der Umschlag ist gut. Aber wenn Sie den Text selber lesen, finden Sie Druckfehler. Manchmal stimmt die Formatierung nicht. Damit muss man auch rechnen, sogar wenn man das Geld gezahlt hat. Und was würdest du dir von russischen Verlagen wünschen? Was soll sich da ändern, damit man leichter an E-Books rankommen kann, in einer guten Qualität? Ich würde sagen, man muss einfach das parallel entwickeln. Das normale Buchgeschäft, das traditionelle, wo die Bücher eben gedruckt werden und Buchhandlungen verkauft werden. Und parallel dazu muss ein E-Book-Store entstehen im Web, auf der Homepage des Verlages oder wo auch immer. Und dort sollten theoretisch die gleichen Titel angeboten werden. Und zwar nicht nur Belletristik, was ja auch gerne und viel gelesen wird. Kann ich ganz verstehen, dass man vielleicht den meisten Umsatz gerade damit macht. Aber auch Sachbücher. Es ist wirklich schlimm, an gute Sachbücher zu kommen. Also dort in diesem Bereich ist es wirklich nicht so ganz toll mit dem Angebot. Es gibt nur allzu wenige Bücher. Die kann man in der Regel nur als normale Bücher kaufen. Aber machen die Verlage vielleicht nicht deshalb gar keine E-Books oder nicht besonders doller Qualität, weil die Verlage Angst haben vor Raubkopien? Das kann gut sein. Es kann gut sein, dass wirklich gerade dieser Grund dahinter steckt. Aber das ist ja so eine komische Sache dran. Einerseits warten die Verlage, bis die Raubkopien irgendwie von selbst verschwinden und tun nichts. Aber die Raubkopien werden nicht verschwinden, wenn die Verlage auch keinen guten Content für, naja, mehr oder weniger erschwingliche Preise anbieten. Jemand muss doch beginnen. Wenn keiner was tut, tut sich auch nichts. Super. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.